Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu meinem X-Raid. Ich habe heute einen um 13 Uhr. Danach müssen wir ein paar Sachen noch erledigen. Noch das Video von heute raushauen, also für euch gestern. Dann haben wir noch einen X-Raid um 17 Uhr oder 17:30 Uhr. Dann haben wir noch einen Spezialtausch, Glückstausch. Ihr wisst, die shiny Strähne muss weitergehen. Das wäre der 18. in Folge. Und dann haben wir noch die Rampenlichtstunde, die wird gelivestreamt. Für euch zu spät, denn ihr seht das Video erst am Mittwoch. Ihr könnt gerne die Wiederholung, den VOD anschauen. Und ihr könnt auch gerne ein Like, Kommentar und ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. So, erstmal wollte ich mir nochmal meine Regis anschauen, denn X-Raid ist immer noch Regi-Gigas. So, das sind meine Regis. Und der beste ist ein 96er. Das müsste der hier sein, 3074. Ich habe den noch gar nicht markiert, nee. Dann ohne Wetterboost. 24. Ah, hier, doch, markiert. Genau, das ist mein bester. Attack 15, glaube ich, oder? Also, den kann man schon maxen. Ja, auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall gemaxt, falls Santi sich endlich irgendwann mal dazu beschließt, den X-Raid-Boss zu ersetzen, den neuen endlich zu bringen. Sollte ja eigentlich Regigas nur bis Anfang Januar gehen. Auf jeden Fall. Und falls ich nichts Besseres bekomme, aber ich hoffe, ich bekomme noch was Besseres. Auf jeden Fall sehe ich gerade, hier ist ein Asialaden. Was perfekt ist, weil ich wollte mir noch eine neue Flasche Sriracha kaufen. Mach mal das doch schnell noch. Da haben wir es, Leute. Normal kaufe ich immer das hier, aber... Was ist denn das hier, Mann? Es gibt so viele verschiedene Farben. Muss mal schauen. Muss mal ein paar testen. Auf jeden Fall erstmal hier die Standard und vielleicht eine neue. Ah ne, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Und los geht's. Geht's denn privat oder öffentlich? Okay. So, los geht's, Leute. Schneller X-Raid, dann heim, noch ein paar Sachen erledigen und dann noch ein X-Raid. Ah ja, ich hab noch eine Einladung über. Guck mal, Julian. Ich glaube, der muss gleich los. Weil um 13 Uhr ist auf Gregerplatz. Das ist eigentlich seine Gegend. Und die hätte ich eigentlich auch gehabt, aber ich bin lieber hierher gegangen, weil es ist ein bisschen näher. Wobei die andere Arena hätte ich noch auf Gold gebucht, das wären 1000 Arena-Punkte gewesen. Aber naja, egal. Aber die für 17 Uhr ist noch offen, falls jemand die haben will. Frag mal den Kollegen, Leute. Außer er muss Tap and Go direkt weiter. Aber wie gesagt, den anderen müsst ihr eigentlich auch haben. Den haben wir zusammen gemacht, das war... Freitag. Das war das Video, wo Shiny Kommerlapp jagt. Wo ich beim Büro war für die neue Aufgabe und mich dann mit ihm getroffen habe zum Glückstausch und dann haben wir einen Raid gemacht und dafür die Einladung bekommen. Los geht's. Habe ich mein Team nicht angepasst. Tut mir leid, Leute, ich passe nie drauf auf. Immer hier das Setup aufbauen. Wie ist das? Aber 13 Leute sollte schnell gehen. Wobei, der eine zählt nicht hier. Der hier von mir, der liegt nur rum. Der ist nicht mal im Kampf, weil das kostet Beleber und Tränke. Der ist nur in der Lobby und chillt. Richtiger Schmarotzer. Oh mein Gott, Lugia. Okay, okay. Es sind ein paar Machomai am Start. Nehmen wir die lieber. Er sind ein paar Machomai am Start. Was kann er geben? Nee, nee, das sind nicht wir. Hä? Was für Heatran, Digga? Ich will nicht mit meinem Heatran kämpfen. Hallo? Hallo? Hä? Okay, jetzt. Hä? What the fuck? Hallo? Ich kann nicht wechseln.
kann nicht wechseln. Hä? Und auf einmal ist das Mach um mein Tor, das gar nicht eingewechselt wurde. Okay. Wahrscheinlich Anzeigefehler. Wahrscheinlich war es im Spiel, im Kampf, und dann wurde uns trotzdem noch ein Rubi angezeigt. Oh, naja. Regi Gigas down. Was wollen wir sehen? Hat der Wetterbus, ich habe nicht aufgepasst. Hat er nicht. 54 ist nicht gut genug. 83 wäre es gewesen. 83. 24, 83. Schade. Wir haben uns nicht gesteigert. Mal schnell noch ein Alu mitgenommen. Kleiner Shiny Check. Man weiß ja nie. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Und. Nee, aber vielleicht ist es 100. So, Update, Leute. Ich begebe mich jetzt zu einem zweiten X-Ray, der spontan dazu gekommen ist. Jetzt habe ich 2 um 17 Uhr. Sollte machbar sein. Ich habe ein paar Kollegen gefragt, ob die den einen später starten können. Dann habe ich jetzt noch den hier dazwischen gequetscht. Habe in der Zwischenzeit ein bisschen gearbeitet, was gegessen und das neue Video hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken. Blende ich hier jetzt wahrscheinlich ein. Jetzt haben wir 2 X-Rays. Wir müssen ein bisschen Tap and Go machen, denn wie gesagt, wir haben noch ein X-Ray. So. Alter, ich habe schon wieder Lugia drin. Sorry, Leute, ich habe wieder nicht aufgepasst. Diesmal habe ich echt geträumt. Ich hätte diesmal mein Team auswählen können, aber ich habe echt geträumt. Habe so ein paar andere Sachen gedacht. Da war so ein Typ, der war bei mir auf der Schule. Man kannte sich jetzt nicht so ultra gut, aber vom Sehen und Hören und halt Schule halt. Ich habe mir überlegt, ob ich den anquatschen soll, aber ich habe jetzt nicht wirklich Zeit gehabt, um ein altes Gespräch anzufangen mit Leuten hier so. Yo, was machst du, dies, das, wie geht's dir so, was hast du so getrieben, was hast du nach der Schule gemacht und sowas. Eigentlich mache ich sowas sehr gerne, einfach so, um zu sehen, was die Leute so gemacht haben aus sich, aber wir haben leider keine Zeit für sowas. So, schauen wir mal. Ah ja, perfekt. Bis zur U-Bahn ist er down. Perfekt getimed. Dann haben wir noch 25 Minuten, um dahin zu kommen. Alles gut, alles gut. So. Verrückte Teams. Ja. Es achtet irgendwie echt keiner drauf. Aber egal. 83 wollen wir jetzt hin. 24, 83. Und 24, 38. Zahlen leider verkehrt herum. Schon wieder. Den hatte ich schon mal. Naja. Okay, 32 ist noch weiter runtergegangen. Naja, auf zum nächsten. Und es geht drauf, Leute. Und was für ein Zufall. Ich bin einfach zu krass im Timen. Ich habe auf der Fahrt hierher auch noch einen Glückstausch reingeschmuggelt. Also ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber wir haben uns zufällig in der U-Bahn getroffen. Ich habe sie zum X-Ray geschickt und dann, als ich eingestiegen bin, saß sie schon in der U-Bahn. Sind wir hier gemeinsam raus, damit ich GPS bekomme, und dann haben wir getauscht. Und das alles zwischen 2 X-Rays, die beide gleichzeitig stattfinden. Achso, habe ich hier nebenbei hoffentlich eingeblendet. Und Fun Fact, vorhin kam ein 100er Labras rein. Aber wir haben zum Glück schon unseren, und der war nur noch 12 Minuten da oder so und zu weit weg. Aber egal, wir haben ja unseren. So, der letzte für heute. Nummer 3, und dann in einer Stunde, 20 Minuten Rampenlichtstunde. Wir müssen direkt noch uns in die Innenstadt bewegen. Und da auf der berühmt-berüchtigten Münchner Kammroute die Stunde verbringen und streamen. Und... schlecht. Auf geht's. Outro seht ihr dann wahrscheinlich morgen oder sowas. So, wir sind wieder zu Hause. Ich habe hier noch was offen. Das habe ich im Video von vorhin erwähnt. Könnt ihr gerne noch abchecken. Ja, X-Rays waren okay. 2 irgendwie noch untergejubelt, untergebracht. Plus den Glückstausch. Also effektiver Tag. Ausbeute war schlecht, 96er bisher immer noch der Beste. Nächste Woche haben wir noch eine Chance, und dann sollte Niantic endlich mal irgendwann irgendwie den X-Ray-Boss ändern. Niantic, was ist da los? Anfang Januar sollte das enden.
Und der ist immer noch hier. Danach hatten wir ja die Rampenlichtstunde und ihr könnt gerne den Vod abchecken, die Wiederholung. Oder in den Livestreams jetzt immer vorbeischauen. Solange die Bonusstunden laufen, sind wir eigentlich jeden Dienstag und Donnerstag am Start. Falls morgen eine ist, die Bonusstunde, dann sind wir natürlich auch wieder am Start. Schaut gerne vorbei. 18 bis 19 Uhr. Auf jeden Fall fand ich die Stunde gestern nicht schlecht. Ist natürlich Geschmackssache, weil ich fange gerne Pokémon, ich fange gerne viel auf Masse, schnell und sowas und erhöhe da meine Statistik, dies, das. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmackssache, viele interessiert das nicht, die klicken sich nur durch, wollen Shinies oder dies, das. Aber mir hat es persönlich sehr gut gefallen, kann gerne öfter kommen, diese mehr Spawns. Oder in Kombination mit mehr Sternschaft oder so, das würde ja richtig krass abgehen. Das ist ja experimentell und Niantic probiert da eine Menge aus. Und ich bin gespannt auf das Endprodukt. Wie gesagt, morgen sind wir wieder live, falls eine Bonusstunde stattfindet. Schaut vorbei. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Bonusstunde, nein, die Spotlight-Stunde, zu viele Stunden, die Spotlight-Stunde fandet. Und heute ist auch der letzte Tag oder die letzte Stunde von Boreos. Ich versuche irgendwo Raids aufzutreiben, aber ihr habt die Videos ja gesehen, hoffentlich. Die letzten paar Mal, es war so leid, irgendwie überhaupt ein paar Raids zustande zu bekommen. Was aber an sich auch kein Problem ist, wenn er kommt irgendwann nochmal in Shiny wieder. Dann kann man ja eigentlich abgehen und wir können warten, bis er in Shiny kommt. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.